Moin, Puttwagen. Moin, Wilhelm. Moin, Paul. Moin. Na, liegt was an? Alles klar an Bord. Tschüss. Tschüss. Gute Wache. Danke, tschüss. Puttwagen. Ja. Ist alles klar? Ja. Ja, bloß ich bin noch nicht so ganz klar. Sag bloß. Wenn ich abends Kaffee trinke, dann kann ich nachts nicht schlafen. Das ist ja gediegen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Wieso? Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Au. Sein, Fräulein Avenarius. Ach Gott, Frau Wolf, wissen Sie, ich habe mich noch gar nicht entschlossen. Entschuldigen Sie bitte. Oh, bitte, gnädiges Fräulein. Ja, aber wissen Sie, für eine Person alleine zu kochen, ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, ja, das erfordert viel Fantasie. Wie wäre es mit einem kleinen Schweinefilet? Oh, das sieht gut aus. Schön kurz gebraten. Ja, nein, nein, danke. Geben Sie mir eine kleine Kalbsbratwurst, bitte. Gerne. Hey, Opa, war was? Post? Ah ja, hier. Drucksache für Ulla. Was von Kai dabei? Oh, bloß Reklame. Ach du, die Bratwurst war ausverkauft. Opa, das gibt's doch gar nicht. Ja, total ausverkauft. Ich habe ein schönes Stück Querrippe mitgebracht. Ach, Opa, Suppe essen doch die Kinder nicht gern. Nee, die nicht. Aber ich. So was. Oh, komm her. Du, das ist ein schönes Stück Fleisch. Hier, Bratwurst, das ist sowas für Leute ohne Zähne. Sauer schmeckt nicht. Bis zum 9. essbar. Vielleicht schmecken tut's aber schon wie am 15. Nimm doch mal mit Früchten. Mach dick. Und du spinnst, ja. Bei mir sitzt alles an. Wie viel hast du denn schon runter? 3 Pfund, hoffentlich. Aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Du hast ja eine Einladung gekriegt fürs Sportfest auf der Esmeralda. Ich spreche ja leider genauso wenig Spanisch wie du. Ach was, Spanisch. Die können doch sicher alle Englisch. Du bist doch ein chilenisches Schulschiff. Trotzdem, Englisch ist überall verbreitet und unter Seeleuten sowieso. Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg. Bienvenidos a Hamburgo. Les deseamos una grata estadía en esta ciudad. Kadetten! Stehen da wie die Ölgötzen, rühren Sie überhaupt nicht. Das kommt schon noch. Lass die mal an der Überseebrücke liegen. Und dann die ganzen Lütten Hamburger Derns sehen. Thank you.
da hinten, da sind sie. Tatsächlich, Ulla, sie sind gerade gelandet. Na, Hamburger Deans? Ja. Na, dann geht mal besser zum Flughafen und guckt zu, wie die Flieger anlegen und festmachen. Tschüss. Beim Schiff darf man nicht landen, sondern festmachen. Ach so. Du, ich möchte ja zu gerne mit. Könnte ich nicht auf deine Karte mit reinkommen? Weiß ich nicht, ist doch persönlich. Mahlzeit. Erst die Finger waschen, Fide. Und keine Petersilie überstreuen, Anna. Das sind so Restaurantmethoden. Das können die für sich behalten. Tag, Opa, Tag, Mundi, war Post. Flugsache liegt auf deinem Zimmer. Und Anna, dann nimmst du die Kelle und dann füllst du oben so 2-3 Fettaugen ab. Und dann ist das ein schön Rigellenteller Suppe. So, Opa. Hast du mich eben eigentlich was gefragt? Nee. Ach, Suppe. Suppe. Für euch beide gibt's nachher noch einen Kaiserschmarrn. Ja, der Mann, too. Nicht so viel, Opa, und keinen Reis. Die Junge, Deans müssen essen. Und bei dir kann gern noch was ran. Na, Opa, du musst es ja wissen. Was ist denn das für eine Drucksache gewesen? Och, eigentlich nichts. Eine Einladung. Opa sagt, da ist ein chilenischer Absender drauf. Ja, ist es auch. Ich wollte euch noch fragen. Das für das Bordfest vom chilenischen Schulschiff. Fräulein Baumann hat beim Konsulat meinen Namen angegeben. Klasse. Mensch, Ulla, da möchte ich Mädchen sein. Ist du mal bitte deinen Namen? Ja, hat man dich denn da vorher nicht gefragt? Doch. Und was hast du gesagt? Ja, natürlich. So. Und fragen tust du wohl gar nicht mehr? Doch, wollte ich ja. Nachher. Wann soll's denn da losgehen an Bord? Heute Abend. Heute Abend? Also, ich möchte mich dazu nicht äußern. Du fragst bitte vorher deinen Vater, gell? Klasse. Du, Ulla, gehst du auch mal in den Maschinenraum? Komm, bitte, ist. Also nochmal bitte, Ulla, wie war das? Der Generalkonsul von Chile in der Bundesrepublik Deutschland gibt sich die Ehre, Fräulein Ursula Harmsen... Chile? Das sind doch die Kadetten. Dieses Tramsteher von heute Morgen. Nee. Das schlagt immer aus dem Kopf, mein Dear, da wird nichts von. Aber Papi, warum denn nicht? Weil das Seeleute sind. Weil mir meine Tochter wird so schade ist und du sollst dir das auch sein. Aber wofür denn so schade? Du bist doch selbst ein Seemann und Karl auch. Ich bin dein Vater und Karl ist dein Bruder. Ist ein kleiner Unterschied, nicht? Das könnte ihnen so passen. Ein paar nette Hamburger Deans einladen, ein Bordfest und dann ab durch die Mitte. So weit kommt das noch. Aber das ist doch eine große Ehre, wenn man da eingeladen wird. Ich lasse aber meine Tochter nicht zum ersten Besten dir eine Einladung schicken. Och, Papi. Ob das nun Generalkonsulat ist oder ein Kapitän. Seemann bleibt Seemann. Kapitän Harmsen, du bist doch auch einer. Ich lade mir aber kein junges Mädchen ein. Och. Zu dir würden sie aber bestimmt alle kommen. Und wenn die dann solche Väter hätten wie ich, die in ihren Töchtern immer nur das Schlechte sind und gleich Nein sagen, dann wärst du auch ganz schön gekränkt. Also deren deine Logik müsste man haben. Aber gern sehen tue ich das nicht. Ein bisschen Vertrauen könntest du ruhig zu mir haben. Eigentlich bin ich nämlich gekränkt. So, dann sind wir das ja beide, nicht? Und die Chilenen auch. Dann habe ich wohl was wieder gut zu machen, was? Ja. Sagst du denn jetzt nicht mehr nein? Aber gegen meinen Willen und unter schwersten Bedenken. Oh, Papi! Also, Fräulein Harmsen, nun pass mal auf, jetzt hör mal zu. Jetzt hör mal auf deinen Vater. Komm hier so wieder, wie du weggegangen bist. Danke, Papi. Schade, dass ich nicht auch Vater bin. Also die deren, die könnte glatt 2 Väter gebrauchen, du. Generalkonsulat von Chile, Elke Arns, guten Tag. Hier ist Ulla Harmsen, ich habe eine Einladung für das Bordfest. Ja, was ist denn, Frau Harmsen, können Sie nicht kommen? Doch, aber ich habe eine Freundin und die hat keine Einladung. Ist da noch was zu machen? Tja, ist das eine Mitschülerin von Ihnen? Ja. Tja, was machen wir denn da? Ach, wissen Sie was? Bringen Sie sie einfach mit. Ich bin heute Abend selbst an Bord. Sicher lässt sich da noch etwas machen. Dankeschön. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Generalkonsulat von Chile, Elke Arns. Guten Tag. Anna Harmsen. Ja, Frau Harmsen. Was ist denn noch? Nein, ich bin die Mutter. Ach so, Entschuldigung, Frau
fahren. Was kann ich für Sie tun? Ja, mein Mann und ich, wir sind uns nicht ganz klar, ob wir Ulla erlauben können, auf dieses Bordfest zu gehen. Was sind denn da für junge Leute? Aber Frau Hansen, das sind junge Offiziere aus allerersten Familien. Wir haben ja auch nur die entsprechenden jungen Damen gebeten. Ja, natürlich. Wir dürfen doch mit Ihrem Freund Tochter rechnen? Ich glaube schon, ich werde mal mit meinem Mann reden. Vielen Dank und auf Wiederhören. Bitte schön, Frau Hansen. Du, Ulla, ich bin ganz schön aufgeregt. Guten Abend, Fräulein Ahrens. Ah, das hier ist meine Freundin. Ich hatte doch schon mit ihm telefoniert. Ja, danke, ich weiß. Serían ustedes tan amables de acompañar a estas dos señoritas. Le presento al cadete Juan von der Heide Aragón. Y al cadete Fernando Álvarez. Das ist von Hamsen, Freund, wie war Ihr Name? Brigitte Begum. Por favor. Ah, guten Abend. Fräulein, mochten Sie einen Trunk, por favor? Sie sprechen ja Deutsch. Etwas. Mein Großvater, er war Deutsch. Er kam 1913 nach Chile. Und er heiratet meine Großmama. Ist korrekt so? Yes, absolutely. Oh, you speak English? Yes, but I have no Spanish at all. No importa. Yo hablo... Ich spreche Deutsch und Englisch. Very well, so let's speak English. No, no, señorita, por favor. Sprechen Sie Deutsch. Ich muss lernen. Sehr gern, Señor Juan von der Heide d'Aragones. Korrekt so? Juan von der Heide de Aragón. Ah, Juan von der Heide de Aragones. Attention, Fräulein. Also Juan von der Heide de Aragón. Ja, Juan von der Heide. No, no, no. Juan mit Ch am Anfang. Ach, Juan. Ah, Sie, Fräulein Ulla Armsen. No, no. Ulla Armsen mit H am Anfang. Sie, sie. Armsen mit A am Anfang. Wie von der Eide, auch mit A am Anfang. Ja, wie von der Eide mit A am Anfang. Der Name klingt so deutsch. Sie, sie. Mein Großvater, er war Juan von der Eide. Und mein Vater war Juan von der Eide. Und ich bin Juan von der Eide de Aragómez. Aragómez war meine Mama. Das finde ich aber eine sehr hübsche Sitte. Muchas gracias. Fräulein Armsen, mochten Sie noch einen Trunk? Ja, gerne. Ein Pisco? Ja, sí. Sí, stupendo. Dankeschön. Hey, 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 hey. Ja. Oh, ob wir machen können Pause? Nicht tanzen für einmal? Sí, sí, Fräulein. Danke. Hey, muchas gracias. Bailamos, por favor? Ach so. Wieder tanzen. Sehr gut. Danke. Ende. Mucha gente, que se macho. Lo me imagino. Bueno, hasta luego. Pardon. Na, sehen Sie, jetzt hat es doch gut geklappt mit Ihnen. Amüsieren Sie sich gut? Ja, danke. Bis auf die Verständigung. La señorita baila muy bien. Was hat er gesagt? Dass Sie sehr gut tanzen. Ich? Bailamos, por favor? Sí. Ja. Sehr gut, danke. Ende. Na, Freund Hamsen, klappt es mit der Verständigung oder soll ich dolmetschen? Dankeschön, Frau Arndt, geht schon so. Millón de gracias, señorita Arendt. Bin ich ein Karnickel? Teller Suppe, da kannst du mich noch mit meinen. Du, Wilhelm, Vita hat morgen schulfrei. Herr Larsen geht mit den Jungen Ullas Schiff besichtigen. In der Zeitung steht auch was drüber drin. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann sprich von was anderem. Auf dem Ohr bin ich allergisch.
Sollst mal noch einen Teller Suppe mitessen, Willem? Das beruhigt die Nerven. Steht noch draußen. Ich hab gedacht, falls die der noch Hunger hat, wenn's nach Haus kommt. Halb elf. Müsste längst da sein. Wir können doch nicht die ganze Nacht tanzen. Wilhelm, ganze Nacht. Ein komischer Kram. Wenn so eine Dirn auf einmal größer wird. Ja. Jetzt sind wir bekannt von 3 Stunden und eine Alme. Mhm, stimmt. Ulla mit den grünen Augen. Und Juan mit den schwarzen Augen. Hier ist die Taxe. Ich fahre mit. Nein, das geht nicht. Das ist viel zu weit. Fast 30 Kilometer. Umso besser. Schon langsam fahren. Ja, wohin soll die Reise gehen? Blankenese und zurück. Okay, kleines Fräulein. Ich bringe ihn sicher wieder zurück. Ich bin sehr glücklich über heute Abend. Hm, ich auch. Ich kann dich wiedersehen. Morgen früh. Mhm. Fräulein Harmsen. Guten Morgen, Senior von der Heide Dara Gommel. So, und jetzt bleibt schön zusammen und kommt mit. Nicht durcheinander laufen. Fiete! Mein kleiner Bruder. Mensch, Ulla! Fiete, ich pass vor ihr auf. Hm? Okay, ich halt dich. Fiete! Ehrenwort! Bitte packt eure Butterbrote erst aus, wenn wir wieder von dem Schiff herunter sind. So ein Pech. Ach, der bestimmt nichts verraten. Nun, was machen wir heute? Hm? 1000 verrückte Sachen? 1000 verrückte Sachen! Turmbesteigung. Schönster Ausblick auf die Stadt. Turmhohe 130 und 2 Meter. Cielo Santo. I never went up there. Aber allemal, Ulla, ich muss gebessert werden. Das glaube ich unbesehen. Hey. Müssen wir nach da oben? Schon's der Ausblick auf die Stadt? Ulla, 1000 verrückte Sachen. 90, 90, genau auf der 90. Stufe stehen wir. Ja, dann war ich falsch. Kannst du noch? Ja, und du? Och. Wir konnten vielleicht hier ein bisschen warten. Mhm. Und mein Schulfrühstück. Und du? Ist genug da. Hm. Hm. Schlimm wie die Schule? Mm-mm. Hm. Gemütlich hier. Mhm, sehr. Hm? Wir konnten hier immer so sitzen. Hm. Schmeckt gut. Hat meine Mutter gemacht. Du Mama, wunderbar. Meine Mutter ist auch wunderbar. Yo la quiero mucho, ich liebe ihr sehr. Du musst sie kennenlernen. Und ich glaube, sie würde dich auch lieben. Ja? Ja. Hey, was soll denn das? Fiete, du Schlingel. Tag, mein Junge. Tag. Wieso bist du denn nicht in der Schule, sag mal? Wir haben Ausflug gemacht. Ausflug? Wohin denn?
Aufs chilenische Schulschiff. Oh, war toll, was? Mhm, klasse. Noch ein richtiges Segelschiff. Viermast schon der Park. Prima. Komm, lass mich mal wieder anmachen. Aber nicht wieder ausschalten, du. Was macht denn Ulla? Die ist in der Schule. Ist sie heute Nachmittag wieder zu Hause? Weiß nicht, wie lange das da dauert. Wie lange das da dauert? Du Stromer! 90, 197, 198, 199, 200. Noch einmal so viel. Das Ganze nochmal. Kannst du noch Juan? Meine Füße sind müde. Meine Füße auch. Alles im Kopf. Mir ist ganz schwindelig. Du brauchst nicht mehr zu gucken, Ulla. Ich bemerke dir alles. Escúchame. Da ist die Esmeralda. Und da ist Chile, meine Heimat. Und da bist du. Komm, Fiete, räum mal das Zeug da weg, damit wir endlich essen können. Mutti, ich hab das ja noch gar nicht richtig beguckt. Tu die Fahne weg. Es ist ein Wimpel. Dann tu den Wimpel weg, mir platzen ja die Bratwürste. Opa, Essen ist fertig. Bratwürste? Darüber lass ich reden. Sag mal, Anna, riech ich da Bratwurst? Ja, mit Himmel und Erde. Bitte, nimm mir mal das Tablett ab. Bratwurst? Ich hab meine Zähne noch. Na ja, warte ich noch ein bisschen. Vielleicht gibt das hinterher schon noch was anderes. Die Ulla ist ja noch gar nicht aus der Schule. Die Kompe, die könnte gerne pünktlich sein. Das heißt nicht die, Fide. Das ist deine Schwester. Ulla, meine Füße sind müde. Stell dich doch mal hier rauf. Ja, soll ich? Wunderbar. Es sind 1 Kilo Ameisen unter meinen Füßen. 1 Kilo? Ja, komm mal auf. Das kitzelt. Das ist ein komisches Gefühl. Das mache ich nicht ab. Ich bin sehr geweckt mit dieser Maschine, Ulla. 1, 2, 3. Juan. Täusche ich mich oder wollen Sie vielleicht ein Boot mieten? Nein, Sie täuschen sich nicht. Ein Ruder oder ein Tretboot? Um Gottes Willen. Ulla, den da. Juan, das ist ein Tretboot. Was? Ach, no importa, mach nichts. Ulla, mira, 400 Stufen. Thank you.
gleich ist meine Schule zu Ende. Mein Wachfrei auch. Dann müssen wir wohl zurück. Müssen wir wohl. Morgen früh? Morgen früh. Tschüss, Mutti. Ulla, du hast wieder nicht richtig gefrühstückt. Ah, ich pack mir mal ein Brötchen mit ein. Dann esse ich es in der Pause. Kannst du mir noch einen zweiten Apfel dazu geben? Die schmecken immer so ja, gut. Ja, gell? Das sind die von dem kleinen Baum. Danke. Tschüss. Tschüss. Ulla, ist denn das nicht zu kalt? Nee, Mutti. Tschüss. Sieht eigentlich auch immer wieder hübsch aus. Ach, ich habe ja auch zu gern Rock und Bluse getragen in dem Alter. Ach ja. Na. Seit wann sprichst du denn mit dir selber? Wilhelm, trinkst du noch eine Tasse mit mir? Naja, jetzt hast du mich ja wieder mal im Haus, ne? Ach ja. Nein, nein, Anna. Was hast du denn immer zu seufzen? Ist was? Ach nö. Eigentlich nix. Bloß ab und zu denke ich halt, wie erwachsen die Kinder werden. Es schmeckt ihm. Ja. Toma, toma. Entschuldigen Sie, aber bei den Affen genießt das Männchen das absolute Vorrecht in allen Dingen. Erst wenn es genug hat, kommen die zahlreichen Damen an die Reihe. Das ist gut. Naja, jedenfalls scheinen die Affen sehr zufrieden zu sein mit dieser Einteilung. Bitte, bedienen Sie sich doch. Oh ja, danke schön. Sie haben auch schnell begriffen. Ja? Hombre, Juan, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás, Juan? Vaya, me voy a cuidar. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a cuidar para desear? ¡Ah! ¡Cookma! Muy bien acompañado. Oh, hallo. Guten Tag. Tag, Frau Ahrens. Guten Tag. Na, Frau Hamsen, wir hatten wohl die gleiche Idee. Ja. Na, dann wünsche ich Ihnen noch recht viel Spaß. Und lassen Sie sich morgen den Abschied nicht zu schwer fallen. Hasta luego. Ciao. Auf Wiedersehen, Freund Arne. Auf Wiedersehen. Ciao. Adios. Vamos. Ciao. Morgen, Juan. Hola. Morgen früh. Ach ja. Mein Schwerner, was machst du denn hier? Oder sollte man dich besser nicht gesehen haben? Warum denn? Nö, ich will Ulla abholen. Ulla ist doch seit dem Bordfest gar nicht mehr aufgetaucht. Fest? Was denn für ein Fest? Ach, oder wusstest du das gar nicht? Nö. Entschuldigung, aber so ein Benehmen ist eben typisch für mich. Ja. Tja, also... Ich will Ulla sowieso anrufen, wie es ihr geht. Kann ich dich ein Stück mitnehmen? Kannst du. Gut, ich will für Ulla nämlich noch ein paar Blümchen kaufen. Du, das ist eine gute Idee. Nimm doch auch eine Kleinigkeit von mir mit. Obst oder so. Mach ich. Immerhin kommst du als Krankenbesucher. Soll ich dir nun den Fisch braten oder nicht? Vor allem fangen die an zu weinen. Du hast ja wohl keinen Grund dazu, nicht? Aber ich sollte doch heute Knackwürste kriegen. Du isst Fisch! Ihr denkt, ihr könnt euren Vater vom Bauern halten, denkt ihr. Nehmen, Junge. Euer Vater zieht jetzt ganz andere Seiten auf. Aber deswegen kann ich doch heute noch... Würste essen. Die liegen ja nur sowieso im Wasser. Sprich laut und deutlich, wenn du was zu sagen hast. Und hab nicht immer Gegenreden. Mahlzeit. Dann geh mal los. Wilhelm, bitte überleg, was du tust. Mach mich schon vorher Rauch in die Küche. Na, bin ich nicht pünktlich? Aber mit Fisch wartet man ja auch nicht gerne lange, nicht Mutti? Ja. Wie war's denn in der Schule? Ach, wie immer. Werner war eben hier. Ach, warum hat er denn nicht gewartet? Hat er ja. Vor deiner Schule nämlich. Aber da bist du ja seit 2 Tagen im Erschienen, ne? Ulla, sag doch was.
Wilhelm! Hast du nichts dazu zu sagen? Ja. Heul du nur, das ist ja mal das Einzige, was ihr könnt. Da rackert man sich nur ab, jahrzehntelang. Dass aus den Kindern was Anständiges wird, schickt sie auf Fremdsprachenschule, Doppelkurse sogar, damit sie zeitgemäß ausgebildet wird, einen modernen Beruf ergreift. Da ist eure Mutter bereit, immer und immer wieder zurückzustehen für die anderen Söhne. Du bist für deine Tochter. Was der Dank dafür? Du schwänzt die Schule. Wilhelm. Ist doch wahr. Ach was, man soll sich einfach mal vergessen und die anständigen Arsch versohlen. Wilhelm, jetzt lass sie doch einmal reden. Du, was glaubst du, was ich die ganze Zeit von ihr will? Aber vielleicht fragst du mal deine Fräulein Tochter, wo sie rumgetrieben hat. Vielleicht kriegst du ja eine Auskunft. Vielleicht steckt ihr alle unter einer Decke hier. Und ich kann Affen machen. Oh, Barbie. Sag doch mal was, Ulla. Ulla. Ja. Was denn los? Ist alles aus? Alles? Juan wird morgen wieder weg. Aha. Opa, Wilhelm, bitte, lasst uns mal einen Augenblick allein. Lasst euch mal Zeit. Ich brate uns draußen eine Potsche und Fische. Nicht, Wilhelm? Für mich nicht mehr. Ist der Appetit vergangen. Zeit habe ich sowieso nicht mehr. Du, das eine sage ich dir. Du hast jetzt schon 2 Tage in der Schule gefehlt. Jetzt ruf du auch selber da an und sag, dass du morgen auch noch schwänzt. Du kommst mir nicht aus dem Haus, bis die Kadetten aus Hamburg weg sind. Keine Widerrede. Mein letztes Wort in dieser Sache. Mach mal die Tür zu, Fiete. Na komm, Ulla. Putz dir mal die Nase. Du hast ja schon ganz dicke Augen. Dann mag ich ihn auch nicht mehr. So schlimm. Oh, Mutti. Och. Und wann müssen die wieder weg? Morgen? Morgen früh. Na, Hannibal. Guten Morgen, mein Dicker. Bist du noch müde oder willst du ein bisschen spielen? Na, komm, such. Na, such das Mäuschen. Du spielst auch nicht mit jedem, was? Ja. Morgen. Ulla. Böser Werner. Nicht, Hanni? Ach, Ulla, ich... Es tut mir ja leid, aber... Du wolltest mich von der Schule abholen, nicht? Ja, Brigitte hat mir gesagt, du fehlst seit... Na, dass ihr euch seit vorgestern Abend nicht mehr gesehen habt. Hm, stimmt. Seit dem Bordfest. Hm, ja. Seit dem Bordfest, hat sie gesagt. Hanni! Hanni, komm! Komm, Hanni, komm, fressen! Geh weiter, Hanni, komm! Fressen! Du, Werner? Ja? Das war ein ganz fantastischer Abend. So? Wir waren oben auf dem Deck vom Schulschiff. Sie hatten alles ganz prima gemacht. Es gab ein kaltes Buffet und dann Pisco. Was ist denn das? Das chilenische Nationalgetränk. Und eine eigene Band, so echt südamerikanisch. So. Wie sprachen die denn mit euch? Na, Englisch, aber manche von uns können ja auch Spanisch. Und Juan, der spricht sehr gut Deutsch. Juan? Werner, du reißt dir den ganzen Baum ab. Hm? Juan. Klingt komisch, nicht? Richtig heißt er ja auch Juan von der Heide Dara Gomez. Von der Heide war sein Großvater. Der war Deutscher, weißt du, und ist ausgewandert. Verstehst du? Ja, glaub schon. Du musst dir denken, ich bin völlig übergeschnappt, dass ich dir das hier alles erzähle. Nee, denke ich nicht. Aber ich habe hier sonst niemanden, dem ich das erzählen kann, weißt du? Ja, ich verstehe schon. Ach, Werner. Was ist denn, Ulla? Nichts. Nur ich glaube, ich habe mich unheimlich verliebt. In diesen? In Juan. Und jetzt ist doch alles rausgekommen. Die fahren doch heute raus. Und ich habe Hausarrest. Oh, Werner. Ich bin so unglücklich. Ulla, wein doch nicht. Bitte, Ulla, nicht weinen. Aber Juan weiß doch von nichts. Der guckt sich doch die Augen aus dem Kopf. Und ich kann hier nicht weg. Kann man ihn denn nicht benachrichtigen? Wie denn?
Du, Werner? Ja? Wir kennen uns doch schon so lange. Aus der Sandkiste. Ich meine, kannst du mir nicht einen Freundschaftsdienst erweisen? Natürlich nur, wenn es dir recht ist. Kannst du nicht eine Nachricht von mir überbringen? Ich? Naja, das muss ich ja wohl wollen. Schließlich habe ich dir den Hausarrest ja eingebrockt. Werner, du bist goldig. Goldig. Sag mal, wie soll ich den denn rausfinden zwischen den ganzen Kadetten? Juan, den erkennst du sofort. Ungefähr so groß wie du. 22, würde ich sagen. Sieht ganz lustig aus in seiner Uniform. Spricht fabelhaft Deutsch. Bloß keine Umlaute, weißt du? Er sagt grüne Augen statt grüne. Ach ja, und dann hat er schwarze Augen. Schwarze Augen? Hm? Schwarze Augen. Die sind bei denen sicher auch ganz selten. Na, dann mal los. Danke, Werner. Hey! Hola, Juan, ¿cómo estás? Ciao. Juan von der Heide, da Gomez? Sí. Von Ula? Ja. Bitte. Usted es Karl, ¿no? Ula sein großer Bruder. No, no. Con permiso. Wir sind Bekannte, Friends. Con permiso. Ja, natürlich. Usted es un buen amigo. Muchas gracias. Ula, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Ja? Gehst du mal schnell für mich zur Reinigung? Aber Mutti, ich darf doch nicht raus. Ich weiß. Aber ich dachte, trotzdem. Oh, Mutti! Ausschau, Kapitän. Besuch. Zweimannstag. Was? Kadette von der Heide bittet, an Bord kommen zu dürfen. Herr Hamsen, das ist Juan von der Heide, der... Dara Gomez. Dara Gomez. Habe ich mir beinahe gedacht. Na, kommen Sie mal rauf. Bitte, Senior von der Heide. Ich will mich mal lieber nach Steuerbord verholen, sonst kriegen wir hier noch Schlagseite. Mi Kapitän, vielen Dank für die schöne Zeit mit Ihrer Tochter Ula. Wenn sie schlimm war, Verzeihung. Sie hat keine tollen Sachen gemacht. Na, das ist ja vielleicht ein Ding. Das sagen Sie so. Mi Kapitän, nur zweimal in Schule gefehlt. Zweimal für meine Freiwach. Aha. Mi Kapitän, Ula ist artig. Artig. So. Mi Kapitän. Ich auch. Sehr artig. Morgen früh. Jetzt kein Morgen früh mehr. Hasta luego, mi amigo. Thank you.
hasta luego. Na, Gott sei Dank. Die Träne quillt. Die Heimat kriegt sie wieder.